Heidi Klum ist die Queen of Halloween. Auch dieses Jahr war bei ihrer weltberühmten Party einiges los. Bunte.de war live vor Ort dabei und zeigt, was hinter den Kulissen so passiert ist. Ich bin exklusiv für Bunte.de in New York vor Ort bei Heidi Klums Halloween Party. Und die große Frage des Abends lautet natürlich, als was wird Heidi Klum dieses Jahr gehen? Und dafür hat sich die Modelmama dieses Jahr entschieden. Mit ausladenden Kurven zeigt sie sich den Fotografen als Jessica Rabbit, sogar mit einer sexy Tanzeinlage. Auch sonst war Heidi in bester Laune und hat geduldig die Fragen der Reporter beantwortet. Ihr liebster Vito Schnabel kann an diesem Abend leider nicht an ihrer Seite sein, weil er am nächsten Tag den New York Marathon mitgelaufen ist. Sämtliche Promis haben im Übrigen darauf getippt, dass Heidi dieses Jahr als Kim Kardashian kommt. Begrüßt werden die Gäste hinter der Eingangstür von wild lachenden Gestalten mit der Frage: Are you ready to play? Ab 21 Uhr können die Promis dann die große Sause genießen. Popdiva Jennifer Lopez lässt sich das natürlich nicht entgehen. An ihrer Seite Casper Smart. Er beweist sich als Gentleman in einem Skelettkostüm und macht der 46-Jährigen bis zum roten Teppich den Weg frei. Nicole Scherzinger hingegen wirkt in ihrem aufwendigen Kostüm weder besonders gut gelaunt noch konzentriert. Hat die 37-Jährige etwa Liebeskummer wegen ihrem Ex Lewis Hamilton? Das weiß natürlich nur sie selbst. Heidis Halloween-Party ist da aber bestimmt eine gute Ablenkung. Gegen 23 Uhr zeigt sich dann auch die Gastgeberin persönlich auf dem roten Teppich. Die Fotografen sind begeistert und für Heidis Gäste war wohl auch so einiges geboten.